Ü30-Partys haben sich mittlerweile etabliert. Aber was ist mit denjenigen, die noch 10 oder 20 Jahre älter sind? Seniorentanz ist da wohl eher nicht die richtige Adresse. Eine Alternative bot diesbezüglich eine Veranstaltung oder neudeutsch ein Event, welches am vergangenen Samstag ausverkauft in der altehrwürdigen Mokka-Bar im Herzen von Zwickau über die Bühne ging. Veranstalter war in diesem Fall die Freie Presse gemeinsam mit der Mokka-Bar. Am Vorabend des 7. Oktober, dem 69. Republikgeburtstag, würde es die DDR noch geben, waren die einstigen Kinder des Arbeiter- und Bauernstaates zur ersten Ostdisco eingeladen. Im Vorfeld konnten die Leser und Facebook-Follower des Einheimischen Tagblattes ihre drei Lieblingstitel einreichen. Auch bezüglich des Namens der Party hatte man eine gute Idee. Mokka Edel mit dem sehr süßen 25-prozentigen Kaffeelikör, der ganz in der Nähe in Merane hergestellt wird, wurden am Samstagabend die Gäste an der Bar begrüßt. Für beste Unterhaltung sorgte Det Fischer. Der 63-Jährige gilt als Urgestein der Zwickauer Disco-Szene. Gemeinsam mit seinen Disc-Jockey-Kollegen Oliver Scholz, Uli Klich, Reinhard Wutzler, Uli Schüller oder Frank Uhlemann, um nur einige zu nennen, bespielte er solche Einrichtungen wie E5, Linde, Airport-Diskothek, Freundschaft, Baikal oder den Römer. Alle gemeinsam standen auch bei solchen Großveranstaltungen wie dem Disco-Marathon auf der Bühne, an den sich sicher viele Gäste von Samstagabend noch gerne erinnern. Reisten die sogenannten Schallplattenunterhalter damals noch mit ihren Kassettenrekordern an und es gab so manches Mal Bandsalat, hat sich technisch so einiges verändert. Gespielt wurden am Samstag 89 Titel. Die Leser der Freien Presse konnten vorab ihre drei Favoriten einreichen. Dabei durften diese nicht später als 1989 erschienen sein. Am Ende reichte die Bandbreite vom deutschen Schlager bis hin zu Klassikern von Santana. Das Publikum war flexibel, sowohl bei Aber bitte mit Sahne vom viel zu früh verstorbenen Udo Jürgens über Highway to Hell von AC/DC bis hin zu den eher ruhigeren Ohrwürmern passte man sich mit der Tanzgeschwindigkeit an. Textsicher waren die Gäste bei solchen Titeln wie Jugendliebe mit Ute Freudenberg oder Sagte mal ein Dichter von Holger Biege. Verraten sei noch, dass am Ende City mit am Fenster der Favorit des Abends war und auf Platz 1 der Wunschliste landete. Neben bester musikalischer Unterhaltung wurde auch an der Bar dafür gesorgt, dass bei den Gästen keine Wünsche offen blieben. Unser Fazit des Abends, ein tolles Event. Genau das Richtige für die heute 40, 50 oder 60-Jährigen. Von vielen war zu hören, bitte mehr davon.